Ein Schriftgestalter entwirft Buchstaben von A bis Z, von 0 bis 9 und alle Sonderzeichen und guckt am Ende, dass es gut funktioniert im Text. Die Idee von Cornesen war, eine Schrift zu entwickeln für alle Produkte, die der Verlag veröffentlicht. Und da war es ganz wichtig, was zu entwickeln, was sowohl die gedruckten als auch die digitalen Produkte abdeckt. Also da geht's los bei Erstlesern, die zum ersten Mal überhaupt mit Buchstaben in Verbindung kommen, bis hin zu Abiturienten, die einfach nur Stoff lernen. So Type Designer, die eher in dem Feld Arbeitsschriften tätig sind. Es gibt Type Designer, die eher plakativen Schriften entwerfen, die knackiger sind, also so mehr aussagekräftig. Es gibt Type Designer, die machen hauptsächlich Skriptschriften. Für mich ist, glaube ich, schon wichtig, dass die Schrift in großen Texten funktioniert. Wir haben die CV Dida Junior. Das ist für die Leseanfänger, für die, die zum allerersten Mal mit Buchstaben in Verbindung kommen. Dann die CV Dida Sans, das ist quasi das Arbeitspferd für die meisten anderen Produkte und die Serif dazu. Also, dass wir so ein sehr, sehr breites Spektrum damit abdecken. Für mich fängt es an, Spaß zu machen, wenn ich sehe, dass all diese Anforderungen fangen an zu funktionieren. Also wenn eine Schrift rhythmisch läuft, dann auf einmal fängt sie an zu funktionieren.